Kommen noch mehrere Impfstoffe nach? Weil es gibt ja ganz verschiedene Arten. Also das mRNA und Vektor ist relativ neu. Und sonst haben wir ja unsere klassischen Totimpfstoffe, noch haben wir Lebendimpfstoffe. Das heißt, eine Einforschung hat man jetzt noch keine gehört, dass sie in der Phase 3 oder eher zugelassen werden. Aber es gibt ja verschiedenste Arten. Und es ist auch gut so, weil wenn dann mal eine Firma nicht mehr produzieren kann oder nicht nachkommt, dann haben wir viele verschiedene. Und magari wirkt die mRNA-Impfstoffe, das ist auch etwas Geniales, das was man vielleicht nicht so weiß. Normalerweise wirken Impfstoffe nicht so gut ab 50. Sagen wir mal, ab 50 geht unser Immunsystem in Pension und funktioniert nicht mehr so gut. Die Impfstoffe, die wir normal verimpfen, wirken also nicht so gut als die Totimpfstoffe. Und dass jemand mit 80 Jahren eine 95-prozentige Wirksamkeit bei einem Impfstoff hat, ist wirklich genial.